Das Jahr 2021 im Bereich Bildung ist anders als die vorhergegangenen. Begleitet durch die Corona-Pandemie das Schuljahr von Beginn an. Auch für die Abschlussklassen steht im Normalfall der Maturaball und die Abschlussprüfung am Plan. Wir von MEMA TV fragten im alten Gymnasium Leoben jetzt nach, wie es um diese Pläne steht. Das Schuljahr 2020-21 ist natürlich ganz besonders geprägt der Pandemie. Und natürlich auch hier in Leoben im alten Gymnasium sind Sie betroffen. Wir fragen heute Maturanten und den Direktor, wie es Ihnen damit geht. Sarah, ihr müsstet bereits zumindest einmal euren Maturaball von Oktober auf Juni verschieben. Eher froh oder traurig, dass es jetzt noch nichts geworden ist? Na, ich glaube, die ganzen Achten sind doch etwas enttäuscht, dass es doch nicht jetzt im Oktober ist. Aber ich glaube, es ist einfach unter Umständen besser, dass wir es im Juni machen, weil dann vielleicht doch die Großeltern auch kommen können und ja, es ist, glaube ich, einfach besser für uns. Der Maturaball zählt bei den Schülern sicher zu den Glanzlichtern der gesamten Schulzeit. Und wenn auch immer wieder verschoben werden muss, gilt auch hier der Spruch: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für euch aus deiner Sicht, den Ball doch noch irgendwie über die Runden zu bringen? Naja, wir probieren einfach jetzt unseren Ball so zu planen, wie wir es auch im Oktober gemacht hätten. Aber es ist halt mit dem Geld jetzt etwas schwieriger und wir schauen halt irgendwelche, man kann nicht sagen Veranstaltungen, aber irgendwelche Sachen zu finden, wo wir dann doch Geld reinbringen können, Sponsoren suchen und einfach jetzt derweil so weiter fortfahren, wie es im Oktober auch gewesen wäre. Außer dem finanziellen Aspekt, wo sind noch die Schwierigkeiten jetzt, so einen Ball in Zeiten von Corona zu organisieren? Nein, vor allem beim Tanzunterricht für den Eintrittstanz, weil es ja doch eine geschlossene Versammlung ist und mehr mit 10 Personen ist das etwas schwer. Aber wir werden sich eine Lösung finden, dass man sagt, man macht es in Gruppen und tun dann am Ende in einem großen Saal vielleicht zusammen oder draußen zusammen. Also das ist jetzt eher das Problem. Wann habt ihr jetzt den Ersatztermin? Der Ersatztermin ist der 19. Juni 2021. Vielleicht ein kurzer Blick, heuer ist ja auch euer Matura-Jahr. Wie schwierig ist es für euch in Zeiten von Corona mit vielen Maßnahmen, sich auf die Matura zu konzentrieren? Naja, es ist hauptsächlich das Distance Learning, was da eher die Probleme bereiten würde, weil es dann doch manchmal schwerer ist, die Sachen zu verstehen, wenn man nicht die direkte Erklärung von den Lehrern hat. Aber ich glaube, dass wir das auch schaffen können, weil wir haben es in der 7. im 2. Semester schon geschafft und ich glaube, das wird jetzt in der 8. auch gehen und wir hoffen halt, dass derweil das Distance Learning noch etwas nach hinten geschoben ist und wir doch in der Schule sein können. Auch bei euch haben natürlich gerade zu Beginn schon die Corona-Maßnahmen Einzug gehalten. Wie schwierig ist es für Sie jetzt, einen ordentlichen Unterricht hier durchzuführen? Naja, die Maßnahmen sind relativ umfassend und der erste Schritt war natürlich, dass wir versuchen, sowohl Eltern als auch Schülerinnen und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen entsprechend vorzuinformieren und einfach vorzubereiten auf den laufenden Betrieb. Jetzt muss ich sagen, nach einer Woche Normalbetrieb und einer Woche jetzt wirklich Startphase, dass man rückblickend sagen kann, dass sich die Schülerinnen und Schüler gut an die Maßnahmen gewöhnt haben, dass sehr viel Disziplin da ist und dass der laufende Betrieb gut angelaufen ist. Was jetzt startet, sind natürlich laufend Verdachtsfälle, Abklärungen, die wir in die Wege leiten, viele, viele Telefonate und da ist es momentan einfach eine große Herausforderung, das Ganze zu managen. Auf der einen Seite Zuversicht und Sicherheit zu geben, dass das System Schule gut vorbereitet ist. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch Ängste auf Seiten der Schülerinnen und Schüler und der Eltern, dass die Schule natürlich hier ein guter Kontaktboden sein kann. Sie haben schon gesagt, die Lehrer sind natürlich auch stark betroffen. Wie schwer tun die sich und kann man die auch schulen diesbezüglich? Naja, es hat jeder seinen persönlichen Bezug zur jetzigen Situation und so hat natürlich auch ein persönliches Empfinden. Und die Kolleginnen und Kollegen sind gut vorbereitet. Wir haben in einer Konferenz am zweiten Schultag schon bereits sehr ausführlich auch mit dem Schularzt über die Situation gesprochen. Und wir versuchen alle mit einem professionellen Verhalten in die Klassen zu gehen. Natürlich hat jeder irgendwo so seine eigenen Grenzwerte und eigene Ängste vielleicht, der mit sich führt. Aber ich glaube, das gelingt uns ganz gut und es geht ja auch um die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler. Und da darf doch ein bisschen persönliche Emotion hineinkommen. Wir haben schon gehört, natürlich auch Matura-Zeit ist. Wie schwierig ist es in dieser Zeit, sich wirklich zu 100% auf eine Matura zu konzentrieren? Und wie geht es ihr mit diesem Thema um?
Ja, es ist Aufgabe, ich sage immer, der Schulleitung und des Systems Schule möglichst viel Normalität zu bieten, so wie es der Minister Fassmann auch von der Schule erwartet, ist ein Spagat zwischen dem gesellschaftlichen Auftrag, das Bildungssystem irgendwie aufrechtzuerhalten und dann doch auch zu schauen, dass die Eindämmung der Corona-Epidemie in der Schule genügend Platz hat. Trotzdem glaube ich, dass es uns gut gelungen ist, jetzt in den ersten Tagen das einmal umzusetzen. Und für die Maturantinnen und Maturanten wird es sicher entsprechende Konzepte geben, sollte es noch einmal zu einem Lockdown kommen oder auch im Distance-Learning-Bereich, wo wir gute Erfahrungen gesammelt haben. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass die Maturantinnen und Maturanten ein gutes Umfeld für die Vorbereitung bekommen und auch dann die Prüfungen gut abgehalten werden können.